Hallöchen, Leute. Das Video hier mache ich als Re-Upload, da ich noch etwas ändern musste am Ende. Ich habe nochmal weitergesucht, was der Fehler sein könnte. Ich habe den Fehler gefunden. Zeige ich dann im Video. Ist relativ lang geworden, die ganzen Teile. Macht aber nichts. Ich versuche euch das ein bisschen so zurechtzuschneiden, dass ihr das Relevante mitkriegt. Ja, und am Ende ist dann noch ein merkwürdiges Verhalten, wo ich jetzt im Moment auf dem Schlauch stehe, warum, wieso, weshalb das so ist. Aber das seht ihr dann zum Ende hin des Videos. Bis gleich. Hallöchen, ihr seht hier schon einen ganzen Teil Zeugs. Ich habe die andere Platine jetzt gerade irgendwo hin verlegt. Ich weiß gar nicht wohin, aber da habe ich das alles wieder abgelötet. Zumindest die beiden Sachen. Hab dann noch ein so ein Dip-Switch, das ist zum 5 Volt und Audio auf Mono schalten. Nur dafür ist der da. Dann habe ich hier noch ein Schalterchen zum S-Video oder das RGB von dem C128. Audioboxen, aber für das ist eher Audio out als Audio in. S-Video ist auch eher out als in, weil da kommt nachher wieder dieser Stecker drauf, der hier drauf geht auf die Platine, damit ich das Komposit Schrägstrich S-Video Signal auf die Skatbuchse kriege vom C128 bzw. C64. Ich habe ja beide Systeme. Der C128 hat ja beide intern und ich habe ja noch einen C64 nochmal extra. Dass ich das auf die Skatbuchse kriege, dass ich das in den Fernseher reinkriege bei mir. Und dass ich das Signal auch nochmal rauskriege auf S-Video bzw. auf Cinch für den PC, dass man das sehen kann. Das 80-Zeichen. Das wird dann nur über Komposit rauskommen können. Dazu habe ich hier halt einen Schalter, der kommt da rein. Dafür muss ich mir den Footprint selber basteln und die Schaltzeichen. Dieser Dip-Switch oder was das hier ist, ist nur für die 5 Volt, um den Skat zu triggern, auf RGB oder Komposit oder S-Video oder wie auch immer zu kommen und einmal Mono. Weil ich habe hier ein Stereo-Signal, was ich reinspielen kann, könnte. Und hier auf dem Skat auch auf Stereo geht, aber es kommt ja hier auch nur Mono raus aus dem hier. Damit ich das aber auch auf Mono schalten kann. Sonst habe ich nur auf einem Kanal den Ton. Dann kann ich das hier umschalten mit dem Schalter auf Stereo, auf Mono. Dass dann beide Kanäle ein Signal haben. Wenn ich denn da vielleicht mal Stereo reinstecke, dann kann ich auch Stereo hören. Habe ich nur umschaltbar gemacht. Das werde ich aufbauen. Das wird auch wieder mit, sagt schnell, SMD-Kram passieren. Ich habe halt die 330 Ohm Widerstände nicht. Ich habe aber schon mal rumgerechnet. Also ich müsste noch ein etwa 1,1 bis 1,12 Kiloohm parallel legen. Dann komme ich auf ungefähr 330 Ohm. Ich gucke mal, was ich hier habe. Ein Kiloohm müsste auch gehen. In etwa. Dann komme ich auf die 330 Ohm. Ich muss hier ein Widerstand, ja ein Widerstand 0 Ohm reinsetzen. Und lauter Drahtbrücken hier oben drauf. Sonst hätte ich sie zweiseitig gemacht. Aber dann müsste ich mit Durchkontaktierung arbeiten. Das ist auch blöd. Fiel mir dennoch ein, wo ich rumgekonstruiert habe. Wie machst du das? Ich wollte hier lauter SMD-Widerstände, 0-Ohm-Widerstände reinsetzen und habe mir gedacht, das kann es auch nicht sein. Ich kann doch da nicht 10, 12 0-Ohm-Widerstände draufhauen in SMD. Und dann, ach, du hast doch auch Drahtbrücke. Du kannst doch auf der anderen Seite Drahtbrücken packen, ja. Habe ich dann jetzt gemacht. Und ich brauche neue Bohrer. Also ich weiß nicht, ob es irgendwo Fräsbohrer gibt für ein bisschen Langloch machen. Da sind mir wieder Bohrer abgebrochen. Der 08er ist mir wieder abgebrochen. Das ist, glaube ich, der letzte 08er Bohrer, den ich habe.
Ich glaube, 1,5 mm ist mir noch abgebrochen und ach, hört mir auf, das ist doch alles scheiße. Und C64-128 wird diesen Monat auch wieder nix. Ich wollte noch das Clear Video, der Zeug besorgen. Kann ich auch nicht. Also wenn ich jetzt auf mein Konto gucke, ist noch ungefähr 3 Wochen vom Monat über vom Geld. Wir haben gerade mal den ersten und ich habe schon jetzt schon wieder kein Geld. Es ist wieder irgendwas, oder nicht irgendwas, es ist wieder was dazwischen gekommen, was nicht geplant war, was ich aber zahlen musste. Tja, kann ich mir nichts kaufen. Ist halt so. Na, dann müsst ihr halt warten, müsst ihr bis auf nächsten Monat warten, bis ich dann da die Sachen habe. Weil ich wollte dieses Clear Video, die Platine wollte ich nicht selber machen. Die wollte ich mir bei PCBW oder GLB oder wie auch immer die heißen, machen lassen, aber es kostet halt ein bisschen Geld. Und die Teile bestellen muss ich auch. Kann ich nicht. Kann ich diesen Monat nicht machen. Also ich kann nicht diesen Monat nichts mehr machen. Also wirklich groß bestellen kann ich nicht. Das, was ich noch an Geld habe, brauche ich für meine Gesundheit. Sagen wir es mal so, für meine Gesundheit brauche ich das. Ja, es geht halt diesen Monat nicht mehr weiter. Also ich kann nur noch das machen, was ich hier habe. Irgendwie zusammenbauen. Ich werde mal gucken, was noch irgendwie funktionieren könnte. Ansonsten geht nichts weiter. Kann ich nichts machen. Gut, genug gelabert jetzt. Ich glaube, das sind jetzt so wieder 6 Minuten. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich werde das jetzt mal so weit zusammenbauen, wie ich den Stecker hier drauf kriege. Werde ich eventuell, ich werde mal was ausprobieren. Vielleicht klappt das. Das, was ich mir ausgedacht habe, vielleicht klappt das und dann ist das eine ganz gute Sache. Wenn nicht, dann muss ich den halt direkt auflöten. Ist nicht so schlimm. Ich habe mir da extra was ausgedacht. Und für den hier, den Footprint, der stimmt noch nicht ganz. Da muss ich noch mal bei die äußeren Lötpads. Die muss ich noch um, weiß ich nicht, einen Millimeter, einen halben bis 1 Millimeter noch ein bisschen nach außen setzen. Dann klappt das, dann passt das. Aber ging mit Bohren, ging das auch. Ist okay. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dann soweit das aufgelötet habe. Hallöchen, da bin ich wieder. Ganze Weile später. Jetzt habe ich das hier schon mal soweit aufgelötet. Ihr seht schon, lauter Brücken, Schalter, alles angelötet. So sieht es von hinten aus. Ich hoffe, man kann es erkennen. So, wie mache ich das jetzt mit dem Kabel? Da habe ich mir was überlegt. Gibt ja diese, ja, JST-Stecker oder wie auch immer. Ich habe die schon präpariert. Ist ja mit Verriegelung. Normalerweise ist das Ding hier hinten noch mit drauf. Das habe ich abgeschnitten. Hier habe ich schon zwei Kontakte vorbereitet. Ich hoffe, man kann das nachher sehen. Ich habe die Linse jetzt leider nicht drauf, damit ich das besser scharf stellen kann. Die kommen jetzt in dem Sinne da rein. Die werden da reingesteckt. Ich zoome mal drauf. Ob das klappt, weiß ich nicht. Stecke ich da so rein, natürlich mit dem Stück Gehäuse dazu und verlöte die von der anderen Seite. So. Das müsste theoretisch funktionieren. Ja, der kommt nämlich da rein. Das Gegenstück habe ich ja auch noch da. So. Ich hoffe, man sieht das. Die kommen da so hinein. Ich versuche sie natürlich von einer Seite schön stramm zu ziehen. Und muss ich natürlich so machen, dass der Hebel nach außen zeigt. Sie passen beide nebeneinander drauf. Ich habe da jetzt nicht vorher geguckt, ob das passt. Ich versuche das mal hier reinzuschieben. Sollte passen. Es ging eigentlich in beide Löcher rein. So, dann würde der so, wenn es da festgelötet ist, da so drauf sitzen und dann kann ich den
jetzt natürlich ein Dreier, kein Zweier, da so drauf schieben. Muss ja gleich nochmal gucken. Mal. Aber es müsste jetzt theoretisch passen. Der da drauf ist verriegelt, kann nicht abrutschen. Ja, und dann mache ich da vielleicht noch ein bisschen 2K-Kleber hin, dass er ein bisschen fest sitzt. Aber erst wenn ich weiß, dass das so funktioniert. Das ist der Vierer, den muss ich jetzt auch noch machen. Das wäre das. Und dann wäre ich damit durch und dann könnte ich das mal testen. Das zeige ich dann vielleicht nochmal. Schaue ich mal. Also wir sehen uns dann wahrscheinlich nachher gleich nochmal wieder. So, nun bin ich wieder da. Nun habe ich die ganze Kiste fertig. Da sind die Stecker drauf, wie ich ja sagte. Hier ist der Jumper, der ist für Komposit, ob ich Komposit von dem nehme oder von den hier. Der Umschalter, alles klar. Hier habe ich noch die Widerstände drauf. Ich habe jetzt noch 1 Kilo Ohm parallel drauf gepackt, damit ich auf ungefähr 320 Ohm komme. Habe ich gerechnet, Parallelwiderstände, wisst ihr ja, kennt ihr ja, ein R-Gesamt ist 1 durch R1 plus 1 durch R2 ist gleich 1 durch dem Ergebnis, ist dann R-Gesamt. Kann man ja umstellen, eigentlich bräuchte ich 1,108, Moment, mal gucken, 1,107,8 Ohm in etwa. Aber ich habe 1 Kilo Ohm genommen, um ungefähr auf 330 Ohm, 320, 330 Ohm zu kommen. An den Widerständen habe ich alle parallel gelegt. Da habe ich einen 0 Ohm zwischen, weil der zwischen dem Schalter ist. Einmal den Schalter gebrückt, weil es einmal rüber geht. Auf den anderen, das ist aber nicht so schlimm. Und dann ja die zwei 1 Kilo Ohm Widerstände zum nachher schalten. So wäre mit Mono, der letzte hier nicht. Ich glaube, jetzt ist auf 16:9 oder auf RGB geschalten. Müsste ich nochmal ausprobieren, welcher jetzt genau war. Die zwei sind 16:9 und RGB Umschaltung. Einer von den beiden weiß ich nicht und das ist Stereo und das wäre Mono. Das ist jetzt in Anführungsstrichen ein Universaladapter für SCART, weil ich kann damit RGBI rein, ich kann mit SCART mit S-Video rein und wieder raus. Ich kann mit Composite rein und auch wieder raus, mit Audio rein oder auch raus, über den beiden hier auch wieder raus. Da kommt jetzt der Stecker ran, den habe ich, wo habe ich den jetzt hingelegt? Hier ist der Stecker für C64, C128 und der kommt da jetzt da reingesteckt und der dahin. So, und schon ist das ein Universaladapter, aber ich glaube, der ist ein bisschen kurz. Der ist kurz, zu kurz geraten. Da muss ich das nochmal neu machen. Ist nicht so schlimm, das ist nur Kabel verlängern. Okay. Dann würde ich das ausprobieren, wie das aussieht und würde euch das vielleicht noch mal auf dem PC zeigen. Dann sehen wir uns da nachher wieder. Ich muss erstmal das Kabel verlängern. Also sehen wir uns gleich wieder. Hallöchen Leute, ich hoffe ihr könnt mich hören. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht haben soll, keine Ahnung. Oder der Fernseher kann es einfach nicht. Ihr seht jetzt hier über die Kamera auf den Fernseher da oben ein relativ beschissenes Bild. Das ist so halbwegs bunt. Ich kann jetzt hier auch das Video rausziehen, dann wird das heller, wird aber auch nur ja bunte Buchstaben. Wenn ich das S-Video reinstecke, wird es dunkler und dann kriegt ihr das S-Video zu sehen. Das sollte eigentlich S-Video sein da auf dem Fernseher, ist es aber nicht. Wenn ich nur den Luma. Ich habe hier die Kabel leider aus dem, ich weiß nicht, ob ich es hier reinhalten kann, wie aus dem, hier aus diesem Dings hier, aus dem hier, die Kabel mal rausgenommen, habe die einfach mal so hinten an den SCART rangehalten.
Kamera, oh, Stativ. Wenn ich nur das Luma, das Luminanzsignal bei S-Video reinsetze, habe ich ein Schwarz-Weiß-Bild. Über den Konverter, das ist keine Bild, was ihr jetzt seht. Wenn ich dann nur das Luma ranstecke, ein Schwarz-Weiß-Bild, halte ich nur das Luma an den Komposit-Inneneingang vom Fernsehen, müsste ich ein Schwarz-Weiß-Bild haben. Nein, da habe ich genau das. Da habe ich genau das Bild, was da jetzt zu sehen ist. Dieses mit diesem bunten Buchstaben, das ist, ich verstehe es nicht. Und das Chroma, das Colorsignal, das sollte theoretisch auf den Rot-Input gehen. Und den roten Input, den trenne ich, wenn ich umschalte. Ich kann hier zwar umschalten. Jetzt bin ich auf dem RGB-Eingang von dem neuen Pol. Da seht ihr, dass sich das S-Videosignal verändert. Es kann sein, dass ich da noch einen Fehler habe bei der Verschaltung. Aber normalerweise sollte die Farbe dann beim Rotkanal reingehen im SCART und dann sollte da S-Video rauskommen. Egal, ob ich da jetzt auf RGB schalte oder nicht, weil die Farbinformationen sind nicht im Luma-Signal vorhanden. Ich habe gedacht, ich spinne. Das kann ich euch, glaube ich, sogar zeigen. So, es sollte jetzt eigentlich auf dem Fernseher schwarz-weiß zu sehen sein, so wie ihr das auf dem kleinen Bild seht. Ist es aber nicht. Ich weiß nicht warum. Ich ziehe das S-Video raus. Auch nicht. Ich weiß nicht, warum der Fernseher aus diesem Luminanzsignal, aus dem Hell-Dunkel-Signal, eine Farbe rausholt. Ich weiß nicht, wo das eine Farbe rausholt. Hallöchen, ich filme euch das mal kurz mit dem Handy. So, jetzt bin ich hier auf dem Fernseher. Bildeinstellung habe ich gemacht, so gut es geht. Also für mich sieht das nicht aus wie S-Video. Allerdings ist das S-Video, weil ich habe nur Chroma und Luma dran. Und Masse hole ich mir gerade vom RF-Modulator. Und passt mal auf, wenn ich jetzt noch eine Sache mache, dann sieht das wieder so aus. Ja, wenn ich jetzt hier am Schalter rumgehe, dann geht das. Wenn ich ihn zurückschalte, der Schalter hat ein klein bisschen was weg. Wie ihr seht, ich habe den jetzt da so halb. Normalerweise eine Schaltstufe, andere Schaltstufe. Und wenn ich den so ungefähr so habe, passt das Bild. Jetzt habe ich die beiden nur drauf. Daneben ist Masse. Der dritte und der vierte nach links hin ist Komposit. Jetzt klemme ich die mal an. Passt mal auf, was dann ist. So. Jetzt habe ich die wieder erstmal drinne. Den lasse ich ab. Das ist nur 5 Volt und Audio, glaube ich. Und wenn ich jetzt nochmal gucke. Ja, Komposit, Masse, Chroma, Luma. Und dann Audio und 5 Volt. Zum Umherschalten. So, den Schalter habe ich jetzt wieder komplett drüber. Dann sieht das wieder so aus. Und wenn ich jetzt hier am den Schalter so mache, dass er da irgendwo einen Effekt hat, ist da immer noch. Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Also keine Ahnung, was woran das jetzt noch liegt, ob das jetzt die Masseverbindung ist oder was. Weil, ich mach mal Licht an.
Nee, ich wollte Licht anmachen. So. Und einmal da so hin fokussieren. Denn das ist Komposit. Komposit geht, wollte ich was ihm zeigen. Der Komposit geht gar nicht auf den Skat. Da, der, das ist Komposit, geht hier hin über eine Brücke, mit einer Brücke auf den Jumper gedöns, wo der Jumper entweder hier auf das Komposit geht oder mit dem Jumper von da oben, von dem RGBI, mit dem Komposit in das Video. Der hat gar keine Verbindung nach da unten hin. Das ist die Masse, die geht hier hin, die geht hier über den Schalter und alle möglichen Krimskrams noch über die ganze Masseflächen. Und das ist Chroma, das geht da rum, da links, in den Schalter rein. Wenn ich dann umschalte auf den Punkt, von dem Punkt hier auf den Roteingang und der Luma geht hier unten längs, da rum, da unten durch, über den Widerstand auf den Punkt, darüber auf den Kompositeingang. Und dann natürlich nochmal nach da oben zum Chroma-Luma-Geschichte. Ja, der geht da auch nochmal rum, dann im Chroma-Luma. Ja, da auf den und da rum. Chroma und dem Pin da unten hin. Hat gar keine Verbindung mit dem anderen. Ich habe durchgeklingelt, es hat keine Verbindung zur Masse, es hat keine Verbindung von dem Punkt hier noch zu was anderem hin, es hat keine Verbindung irgendwo anders hin. Ich weiß nicht, warum ich das Bild nicht vernünftig kriege, sofern ich da den Stecker drauf habe. Ich kann jetzt noch mal die Masse rauspinnen, aber dann gehen mir die Pins kaputt. Ist egal, da muss ich neu ran machen. Ich pinne mal die Masse aus, den habe ich schon mal ausgepinnt. Ich ziehe mal die beiden nacheinander raus und guck mal, was dann ist. Also ich verstehe das hier einfach nicht mehr. Warum geht das nicht? Wenn ich den Stecker da drauf habe, dann sieht das Bild nicht vernünftig aus. Ich habe mich nämlich gewundert, dass der Chroma keinerlei Effekt hatte, als ich hier versucht habe, den Einzelnen da hatte ich ausgepinnt, rein und raus gesteckt, keine Verbindung, er sagt schnell, kein Effekt. Dann habe ich den hier da drauf gehalten, plötzlich hatte ich ein Bild, also so wie das eigentlich sein soll. Und habe ich hier gesucht und gemacht und habe ich mitgekriegt, dass es der Schalter ist. Weil wenn ich hier auf den Pin gehe, ist habe ich das Signal nicht. Wenn ich auf den Pin gehe, habe ich das Signal und da ist einfach nur der Schalter zwischen. Da habe ich mitgekriegt, dass der nicht richtig schaltet. Aber jetzt habe ich die vier Pins drauf, nur noch den Masse und den Komposit dazu. Kann ja nochmal gucken. Das sind die zwei. Die anderen beiden von rechts ist ja Luma und Chroma, die beiden hier. Und das andere ist nur Masse und Komposit. Jetzt ziehe ich die mal nacheinander raus und guck mal, was dann passiert. An irgendwas muss es doch liegen. So, dann habe ich den Komposit draußen. Hat sich nichts geändert. Schalter steht noch Mittelstellung. Ich hoffe, man kann das sehen. Ist immer noch Farbe mit zwischen, die da nicht reingehört. Das hat nichts gebracht. Jetzt bleibt ja nur noch die... Mach mal, stell mal scharf. Na. Naja, jetzt bleibt die Masse nur noch übrig. Jetzt ziehe ich die auch noch mal raus. So, nur habe ich die Masse leider abgerissen und passt mal auf. Jetzt sieht das so aus. Es ist nicht wirklich scharf. Jetzt mache ich aber noch mal eine Sache, weil das bei manchen Adaptern so gehandhabt wird. Und zwar Komposit und Luma Brücken. So, jetzt gehe ich da mal hoch. Jetzt muss ich euch das mal da so hinhalten. Ich habe jetzt leider nicht genug Hände. Nee.
Ja, komm mal her hier. Jetzt könnt ihr den Unterschied sehen. Ja, ich dann da noch mal drauf. Es wird zwar heller, aber das bringt nichts. Und wenn ich jetzt noch die externe Masse dazu hole, ah, da wird es auch ein Stück schärfer. Ach, Entschuldigung. Und jetzt noch den Komposit mit dazu, wird das Bild noch ein Tacken besser. Ein Tacken. Also, ja, hier liegt das Ding jetzt gerade so, weil ich den RF runter hatte. Ich mache ihn mal aus. Der wird hier auch zu fahren. Das liegt an der Masse von dem hier. Die Masse hier ist nicht die Masse. Das ist eine andere Masse. Und das dürfte eigentlich nicht sein. Das müsste Ground sein, Video Ground und alles. Es müsste die gleiche Masse wie da sein. Ich hole mal kurz den Piepser. Ah, na gut. Ich habe jetzt den Piepser rausgeholt hier. Da. Der geht da jetzt auf die Masse. Das ist die gleiche Masse. Das ist die gleiche Masse. Hier, guckt auf den Monitor. Ja, auf den Monitor. Guckt auf Dings. Das Masseband, das ringsrum geht. Das ist das Shield von dem User-Porter, wie auch immer. Das ist der RF-Modulator. Gut, der hat hier keine Verbindung, ist klar. Auch das. Das ist die gleiche Masse. So, das ist mir jetzt egal. Ach so, stecke ich den dann noch mal rein. Irgendwas ist doch hier nicht richtig. So, jetzt müsste ich ja mit der Masse und der Masse da unten den gleichen Kontakt haben. So, und jetzt muss ich nur noch mal gucken, wie ich das mache. Ach nee, habe ich ja nicht. Aber da am Kabel. Jetzt muss ich mal das Kabel. So, den anderen. Null. Das ist die gleiche Masse. Und trotzdem. Ah, irgendwie doof aufs Handy gekommen. Und trotzdem ist das Bild anders. Nicht das denn am Kabel? Weil das hier kein geschirmtes Kabel ist. Muss ich jetzt extra ein geschirmtes Kabel besorgen? Ja, für Masse? Also sobald ich diese Masse dran habe, ist das Bild scheiße. Egal, ob ich die Masse mir von da nochmal rüberhole auf den hier. Aber habe ich die Masse weg, dann ist das Bild gut. Verstehe ich nicht. Ist alles ein und dasselbe Potenzial und wenn ich das Kabel dran habe, ist das Bild in Anführungsstrichen scheiße. Obwohl es die gleiche Masse ist. Aber nehme ich die Masse weg und nimm die Masse hier drüber und dahin, was das gleiche ist. Nee. Das passt nicht. So, es müsste das hier Masse sein. Oh, nochmal, irgendwie drücke ich immer falsch auf dem Handy. Jetzt habe ich die Masse von dem RF. Der RF ist hier drin, ist nicht angeklemmt. Die Buchse ist da, der mittlere Pin ist nicht angeklemmt. Da hängt der Pin. Jetzt habe ich die Masse hier mit auf der Masse. Das ist die gleiche Masse. Da hängt der Pinöpel dran. Da 0. Jetzt gehen wir dahin. 0. Und jetzt gehe ich dahin, wo der Pin ist. 0.
Ist die gleiche Masse. Gleiche Masse. Gleiche Masse. Gleiche Masse. Hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich jetzt echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Nehme ich die Masse aus dem Stecker, ist das Bild doof. Nehme ich die Masse aus dem Stecker mit der zusätzlichen Masse vom RF-Shield, ist die Bild doof. Nehme ich die Masse nicht aus dem Stecker, ist das Bild gut. Wenn ich die Masse von da nehme. Obwohl das alles eine dieselbe Masse ist. Da ist kein Kondensator zwischen, kein Filter, kein gar nichts. Das Einzige, was dazwischen ist, ist das Kabel. Aber selbst wenn das Kabel irgendwas hätte und ich mir die Masse hier drüber hole, über das Kabel, dann wäre das doch wieder ausgeglichen, oder bin ich jetzt doof? Hä? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Das geht mir jetzt nicht im Kopf rein. Wenn ich die Masse drin habe, ist das Bild scheiße. Oder weil ich die Masse über den Schalter mit drüber schiebe. Und da das Video mit drüber, da unten mit drinnen läuft. Aber dann ist es doch geschirmt. Habe ich doch extra so gemacht, damit das hier im Schalter geschirmt ist. Dass der Schalter als Schirm dient, der äußere. Verstehe ich nicht. Das ist mir jetzt gerade zu hoch. Das ist mir jetzt gerade echt zu hoch. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, aber ich habe jetzt keine Idee im Moment, wieso, weshalb, warum. Ich habe nur gedacht, ich habe doch den Adapter nicht so falsch gemacht. Ja, ich habe einen Fehler gehabt, der eine Widerstand hier, da musste ich einen etwas kleineren reinmachen, dann ließ ich nicht umschalten. Aber ich habe gedacht, ich bin doch nicht doof, ich habe doch das alles richtig gemacht. Ich habe mir nochmal meinen gemachten Schaltplan angeguckt, der Schaltplan stimmt, danach habe ich das ja verdrahtet und alles. Ich habe das nochmal kontrolliert, das passt alles. Es passt ja auch, nur dass der Schalter nicht ganz funktioniert, okay, und dass das hier mit der Masse irgendwie zusammenhängt. Obwohl das die gleiche Masse ist wie die andere, wie die Masse hier und die im ganzen anderen Rechner. Das ist mir jetzt zu hoch. Das ist mir eindeutig zu hoch. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Weil ich habe gedacht, sag mal, hat der Fernseher überhaupt ein S-Video? Kann der das überhaupt oder kann der nur F-Pass, wie das ja heißt? Aber ich kann da nichts einstellen. Ich kann da nichts einstellen. Ich kann nur auswählen, externen Eingang, fertig. Ob der F-Pass oder S-Video hat, das weiß ich nicht. Aber er muss der S-Video dann haben, wenn ich ihm Luma auf den Composite In gebe und Chroma, also sprich Color auf den roten, blauen oder grünen, das spielt keine Rolle, einspeise, dann hat er auf einmal vernünftige Farben. Dann stimmt das, dann passt das. Dann ist er auch auf S-Video. Dann weiß ich nicht. Liegt das jetzt am Kabel? Kann ich den jetzt da irgendwie pieken? Da. Das liegt am Kabel. Wenn ich oben am Stecker messe, ist 0,00000. Messe ich aber unten am Kabel. Jetzt ist es auf 0. Es dürfte aber nicht so viel ausmachen. Und selbst wenn ich mir die Masse nochmal extern hole, müsste es ja dann hinhauen. Ich habe keine Idee mehr, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Natürlich sind das jetzt hier keine hundertprozentig perfekten Verbindungen. Das ist bloß da so reingesteckt. Das ist da bloß so dran. Das ist da bloß so dran. Dass das nicht hundertprozentig genau ist, ist klar. Aber ich habe keine Riesenabweichung. Also 0,1 Ohm sollte nicht viel ausmachen. Naja gut, vielleicht habt ihr noch eine Idee. Also ich habe hier keine Ideen mehr. Ich wollte schon den RF-Modulator komplett totlegen, aber brauche ich ja nicht. Dann muss ich das nachher wieder einlöten. Daran liegt's nicht. Das liegt wirklich am, beziehungsweise es lag hier am Schalter, also es liegt am Schalter. Kontaktspray. Mal gucken, ob das was hilft. Okay. Ja.
man fummelt so lange, bis es irgendwie doch funktioniert und dann doch wieder nicht. Naja gut, danke fürs Zugucken. Tschüssi.